Als Stefan Stadler durchs Fernglas blickt, ahnt er noch nicht, was ihn gleich erwarten wird. Ich habe diesen kleinen Teich, der zentral in dem Naturschutzgebiet ist, sozusagen abgescannt. Und in dem Moment hatte ich die Rabenkrähen im Auge, im Bild. Und die sind ganz plötzlich aufgeflogen. Das kam mir komisch vor, als wenn die vor irgendwas Angst gekriegt haben. Es war aber kein Knall zu hören oder irgendwie sowas. Und dann habe ich halt auch aufgeschaut und habe dann aber sehr schnell den Grund für dieses Auffliegen gesehen. Seine Fotos geben Gewissheit. Es ist ein Steinadler. Rund 10 Minuten kreiste er über dieser Aue zwischen Karben und Burggräfenrode. Falkner aus ganz Hessen wollten es nicht glauben, dachten, er sei ausgebüxt. Das kann schon mal passieren, dass auch so ein Vogel aus einer Falknerei vielleicht mal auf die Idee kommt, ein bisschen weiter wegzuziehen. Das passiert immer mal. Aber dieses ist eindeutig kein Falknervogel, eindeutig ein Wildvogel. Normalerweise sind Steinadler nur im Hochgebirge unterwegs. Dieser Jungvogel machte wohl aus reiner Neugierde einen Abstecher nach Hessen und kommt vermutlich aus Südskandinavien. Dass der Vizedirektor des Frankfurter Zoos und Vogelliebhaber nach über 80 Jahren den ersten Steinadler in Hessen sichtet, ist schon was. Dass er tatsächlich seit 1939 keinen dokumentierten Nachweis gegeben hat, das wusste ich nicht. Und das war dann natürlich noch mal was ganz Besonderes. Mittlerweile dürfte der junge Steinadler allerdings schon wieder zu Hause sein.